Moin Moin und willkommen zu RPG Tycoon. Ja, ich spiele das Spiel ehrlich gesagt schon länger, als ich eigentlich wollte. Ich wollte nur so 3-4 Folgen machen. Ups. So, du hast also untersucht und dabei noch für die gearbeitet. Aha, und du hast 5 Rüstungen mitgebracht. Jeder Rollenspieler weiß, dass es normal ist, dass man einen Haufen Rüstungen findet und die gleich mal in den Rucksack stopft. Gut, Food und Clothing haben wir jetzt an der richtigen Stelle. Ups. Hier, den erschlagenen Räuber im Wald. Auch wenn er hilflos rumhängt. Versuchen wir ihn zu viert zu erschlagen, den verletzten Räuber. Haben aber durchaus unsere Schwierigkeiten dabei, wie wir sehen. So, schlussendlich haben wir es noch geschafft, ihn zu erschlagen. So, Quest, ist noch unbekannt. Assign, du, relaxed. Ach, da, ich versuche den Balken hochzukriegen, also Stockpile, deswegen mache ich das. So, Waffen kommen jetzt auf die 4. Mhm. Toys. Ach, ich habe schon wieder vergessen. Food, okay. Food, Box, weiß ich nicht. Waffen kommen auf die 4, habe ich gesagt. Und da kam hin Clothing. Und in den letzten Slot, da packen wir Tools. Keine Ahnung, ob ich Tools schon dabei hatte. Has defected. You have lost protection over. Jetzt soll ich ein Outpost-Upgrade durchführen. Wie führe ich denn ein Outpost-Upgrade durch? Erstmal mache ich hier Research. Wir dürfen 2 researchen. Yay. Kann man das vielleicht hier machen? Special oder so? Hut, Ballon, Schule, Ereignis, Plaza. Was haben wir hier bei den Decorations? Oh, geil. Yeah. Stonewall. Kostet nicht viel und hat extrem viel Dingsbums. Aber ich denke mal, das Ding werde ich dann dauerhaft stehen lassen müssen, ne? Kann ich auch einfach so in die Landschaft packen. Also hier würde ja gut in eine Mauer passen, ne? Darf ich nur nicht hinpacken. Stonewalled, because fences suck. Okay. So, immer noch das Problem mit dem Upgrade von dem Upgrade. Königreich, vielleicht hier. Upgrades improves trades of settlement dollars and reduce the chance of. Aha. Kingdoms. Upgrade. Zaun, Marketplace und Gildenhalle. Nehmen wir erstmal einen Zaun. Ups. Ach, wir brauchen... Okay, es muss ein Held hingeschickt werden, um einen Zaun zu bauen, oder wie jetzt? Ja, verscheuchen wir die. Na also, doch noch geschafft. Ich dachte gerade schon. Gut, 5000 Gold haben wir jetzt. Wir brauchen etwas Geld für... Für... Ah, Upgrade da. Sand Hero. Ach so. Jetzt aber. Das ja, war nicht so einfach. Unattended. Weiß ich auch noch nicht, wozu das gut sein soll. Ableveln ist auch in Ordnung. So, Forschung gucken wir. Wir forschen noch. Ausnahmsweise ist das mal auch richtig. Und wir haben keinen Helden, weil der ja gerade unterwegs ist, einen Zaun zu bauen. Boah. Okay. Die bringen ja richtig Zaster mit. Teddy ist recovering. Oh, das dröhnte gerade in den Ohren.
Gut, wir sind ein geldgieriges Königreich offensichtlich. Ja, du kriegst deine 17 Gold mehr oder 171 Gold, wie auch immer. Teddy braucht lang. Du möchtest auch mehr? Ihr wollt ja alle mehr. Macht noch jemand Päuschen, noch jemand Päuschen. Oder sie gehen ins Theater. Gut, offensichtlich müssen sie alle erstmal ein bisschen erholen. Von mir aus. Aber wir können Quick Quest machen, ne? Teddy. Ach, das ist da komplett rausgefallen. Hm. Bei dir habe ich jetzt gar nicht gesehen, was du brauchst, ne? So, Stock. Hm. Ach so, vielleicht brauchen die Siedlungen auch unterschiedliche Dingsbums. Clothing hatten wir da drin. Das weiß ich noch. Navigation, Camping, testen wir. Also Geld knattert inzwischen ganz gut rein. Okay, Stockpile sind sie nicht mit einverstanden. Du, relaxed Albion Raiders. Dum, 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 dum. Ja, das ist in Ordnung. Dankeschön. Ich guck mal eben. Wir haben doch bestimmt noch ein paar Sachen bekommen, ne? Ach, die ganzen Rüstungen zum Beispiel. Okay. Ist jetzt nicht so doll. Also die Cloak of Power, die ist ziemlich heftig. Kommt Teddy mal angezogen. Und du gehst nach Bella. Verkaufen. Nein, jetzt. Die war doch angezogen, glaube ich, die ich verkauft habe gerade. Nein. Nein, Moment gucken. Doch, weg. Und weg. Ach, die Liste springt immer wieder hoch. Hm. So, Arm of Solitude, die bekommt. Ach, die können wir nur Lawrence anziehen. Na gut. Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist, den Leuten anzuziehen. Ich mach's einfach. Schaffen die Quest ja auch so. Also, wirklich hilfreich ist es auch nicht. Oder wirklich notwendig, scheinbar. So, sind sie auch nicht mit einverstanden. So, Teddy. Stockpile Railers. Farmhand nehmen wir mal. Hier auf der Farm muss ein bisschen was essen. Du kriegst Werkzeuge mit, darfst was identifizieren. Mörtel und Holz. Spielsachen für die Bauerskinder und ab dafür. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Boah. Kracherotzi. 100 Gold am Tag mehr. Okay. Den Questtyp machen mögen sie nicht und ich habe ihnen gar nichts mitgebracht. Ja, ich möchte hier expandieren. So, Teddy. Vielleicht mögen sie auch einfach Teddy nicht. So, Ungeziefer. So, seid ihr fertig? Einer ist noch in Gange. Unterdessen schaue ich mal, was ich noch bauen kann. Ihr Bank, dann könnt ihr mehr Geld ausgeben in meinem Königreich. Setze ich dahin. Jetzt hängen alle im Tier. Das ist schon nicht wahr. Mögen sie auch nicht. Das gibt's auch wohl nicht. Ich glaube, es liegt langsam wirklich an Teddy. Ruin. Wir haben ja auch nicht unbedingt das richtige Material mit, aber trotzdem, den Questtyp müssen wir doch mal sehen, ne? Dass das in Ordnung ist. Na also, Ruinen mögen sie. So, können wir Teddy nochmal eine Runde losschicken? Ja.
Entspannt, Ruinen. Wir wissen, ihr wollt Waffen und Climbing Gear. Dann kommt mal Climbing Gear als erstes, dann Waffen. Und die anderen Sachen hatte ich da auch in der Storage. Dingsbums. Ja, müssen wir nach und nach so rausfinden, was dafür nützlich ist. Oh, und Teddy, nochmal eine Runde. Ruinen, und jetzt geht's los, oh Gott. Wir haben nur Waffen rausgefunden bisher. Dann starten wir mal mit Accessoires. Dann kamen Waffen. Und Climbing Gear nehmen wir jetzt mal auf 3. Und Bücher auf die 4. Hat man Clothing und Papers? Nö. Packen wir die beiden dazu. Und ab dafür. Ihr macht mir zu viel Pause. Oder die kommen da einfach nicht mehr raus. Ich schicke die einfach mal jetzt auf Quest, wenn es geht. Nö, geht nicht. Aber die 3 schicke ich mal los. So, Research. Meister der Arkanensprache. Series Book. Box still isn't big enough. Okay. Wie siehst du denn aus? Total mitgenommen. Und wir bauen. Haben wir ein Inn? Das ist ein Inn, ne? Jupp. Nee, ich glaube, langsam Qualität erhöhen ist besser als Preise zu erhöhen. Bank hatten wir. Kartografie haben wir, glaube ich, noch nicht. Hier schön einheitlich. Oh, es wird ja mal besser. So, Teddy. Entspannt. Der Balken geht auch immer weiter runter. Ich verstehe es nicht. So, als erstes Accessoires, dann Waffen. Climbing kommt jetzt auf die 4. Also auf die 3 können wir ja Bücher mal testen. Und Climbing hier auf die 4. Clothing hatten wir auf der 4. Auf der 5 mal nicht. Kommt jetzt auf die 6. Und was packen wir da rein? Gemstones. Und auf die 6 kommt Clothing. Accept the invite. Ja, ich befürchte, dass sie ja irgendwie festhängen. Das wäre extrem nervig. Nein, wir ignorieren die Figur. Wahre Helden lassen sich nicht durch irgendwelche Götzenbilder abschrecken hier. Wir gehen da durch. Und Würfel. Eine 1 sollte es wohl hinkriegen. Okay. Haben wir eigentlich noch einen, der unterwegs war dahin? Fans Upgrade. Marketplace. Halt dich auswählen und ja. Gut. Also, man kann wirklich nicht meckern. Die bringen Geld ohne Ende mit. Okay, das ist wieder der Abschlussbericht hier. Ja. Nee, das wollte ich auch nicht. Kiste. Weil wir ja schon wieder so einen Haufen Krimskrams haben. Obwohl 24 von 40 und reicht noch eine Weile.
Ist jetzt auch nicht wirklich interessant hier. Gibt es keinen automatischen Verkauf. Rope of Slaying. Rope ist ja eher so eine Magiersache und die war nicht wirklich bekannt dafür, dass die hier mit einer Schlange haben. Lower Thread completely. Okay. Gut, nee, dann lasse ich den noch liegen. Upgrade Settlement instantly. Das mache ich mal. Guild Hall. Ich gucke nochmal nach Special. Ballongeschäft ist natürlich auch immer gut, ne? Eine Schule? Turns Adventurers into Heroes? Okay. Nein, das wollen wir nicht. So. Ballons, ich hoffe, dadurch werden die etwas glücklicher. Wir haben immer noch 4000 Goldies über. Dafür könnten wir den Hutladen auch noch kaufen, ne? So, jetzt sind wir knapp vor der Pleite. Quest, schnell hier, Quick-Quick-Quest. Relaxed, Albion. Oh Gott, was war das? Ruin? Ich hoffe Ruin. Ja, Accessoires und dann kommen Waffen. Bücher hatten wir vor 3, auf der 4 und auf der 6. Dann kommen die auf die 5. Clothing. Teste ich jetzt mal. Climbing Gear hatten wir auf der 4. Auf der 1, die zählt nicht. 4, 3. Dann kommt Climbing Gear auf die 5. Climbing, dann Bücher. Irgendwas fehlt da. Clothing war auf der 6, auf der 5, dann kommt Clothing auf die 3. Haben wir. Achso, dann 4 fehlt jetzt irgendwas. Tools. Und dann kommen Bücher auf die 5. Und das letzte habe ich vergessen. Climbing, ne? Climbing Gear. Climbing Gear. Die beiden hängen da immer noch fest. Das nervt. Ja, dann geht mal auf eine Billigmission. Ja, ich vermute einfach mal, dass das hier ein Bug ist. Das finde ich sehr schade. Quest. Ich würde hier gerne weitermachen, aber das geht nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, warum das jetzt nicht mehr geht. Adventurous, okay. Ja, aber an dieser Stelle werde ich jetzt einen Cut machen, beziehungsweise ich werde hier auch aufhören, weil mich das mit den beiden Typen da in dem Theater wirklich, wirklich nervt. Ich werde mal gucken, ob ich rausfinde, woran das liegt. Aber ja, wir haben ja nochmal einen guten neuen Einblick bekommen. Jetzt ist schade, dass wir das mit den Schurken nicht gesehen haben. Wie das damit genau abläuft, wie man die ausmästet. Aber ich vermute mal, man muss einfach bloß immer weiter untersuchen, bis man dann ihren schlussendlichen Standort hat. Und dann schickt man Helden hin und dann entweder sie gewinnen oder gewinnen nicht. Oh, naja. Auf jeden Fall werde ich hier beenden. Und das wird auch der Schluss dieses angespielt sein. Ja, ich habe genug gesehen von dem Spiel. Es macht Spaß. Ich werde es so noch weiterspielen für mich, aber nicht weiter aufnehmen. Und ihr habt, glaube ich, auch mehr als genug gesehen von dem Spiel, um selbst entscheiden zu können, ob es euch gefällt oder nicht gefällt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich bis dahin mal und tschüss.